Ein dreifach destillierter Space Cider. Manche beschreiben ihn als floral, leichten Whisky, manche aber allerdings auch als wuchtig, fleischig. Was stimmt denn nun? Finden wir es heraus. Viel Spaß mit dem Verkostungsvideo. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Whiskyhelden. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gucken uns heute gemeinsam den Ben Rinnes 15 Jahre aus der Flora und Fauna Collection 2021 an. Das ist quasi die einzige erhältliche offizielle Abfüllung der Brennerei. Denn der Großteil der Produktion dieser Speyside Brennerei geht in die Blendindustrie. Und dieser Whisky ist enthalten im Johnnie Walker beispielsweise, aber auch im J&B Blended Whisky. Es gibt natürlich den ein oder anderen Abfüller, der Ben Rinnes Whisky abfüllt. Und auch da habe ich schon einiges probieren können. Einiges fand ich gut, einiges auch nicht so gut. Aber grundsätzlich gefällt mir der Charakter der Brennerei. Ben Rinnes wird, hatte ich eingangs glaube ich noch nicht erwähnt, dreifach destilliert. Und wenn man sich das mal im Detail angucken möchte, dann findet man im Internet sehr viele Aussagen, Beschreibung über diese Dreifachdestillation. Grundsätzlich ist das ein spezielles dreifaches Destillationsverfahren, weil irgendwo in diesem Prozess werden die Low Wines nochmal aufgeteilt in einen starken und in einen leichten Part. Dieser leichte Part wird nochmals destilliert, sodass man insgesamt auf eine Dreifachdestillation kommt. Also eine spezielle Art der Dreifachdestillation. Wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, guckt selber mal im Internet, durchforstet diverse Quellen. Irgendwie steht es überall etwas anders. Alle haben gemeint, dass es ein spezielles dreifaches Destillationsverfahren ist. In 2007 oder 2009 ist man jetzt aber auch bei Ben Rinnes wieder auf die Zweifachdestillation zurückgekehrt, um einfach mehr Menge zu produzieren, um einfach den wachsenden Markt auch der Blendindustrie zu bedienen. Ja, und Dreifachdestillation ist natürlich eher ein Thema der Lowland-Brennereien und gar nicht mal der Speyside-Brennereien. Deswegen ist das hier schon ein besonderer Whisky, wie ich finde. Und ja, im Rahmen der Flora und Fauna Kollektion erscheint jetzt hier diese einzig erhältliche offizielle Abfüllung. Und wie man es von der Flora und Fauna Kollektion so kennt, hat man auch hier dieses typische Label, auf dem jetzt hier der, ich glaube, das ist ein Auerhahn oder irgendein Huhn, das Label ziert. Die Labels der Flora und Fauna Collection haben immer entweder ein Tier oder eine Pflanze auf dem Label angedruckt, was in der Nähe der Brennerei lebt oder halt wächst, wenn wir eine Pflanze haben. Interessant hier auf dem Label, wenn man sich das mal durchliest, ist halt auch noch der Fakt, dass hier Peat erwähnt wird, halt schon wohl eine rauchige Note, obwohl der Whisky hier an sich gar nicht rauchig deklariert ist. Aber das kann natürlich dazu führen, auch vielleicht dieses Dreifachdestillationsverfahren, dieses Spezielle, was ich gerade eben erwähnt habe, dass viele den Whisky vielleicht als wuchtig, leicht rauchig, fleischig empfinden, während andere das nicht haben und sagen, ist doch ein leichter, fruchtiger, süßlicher Speyside Whisky. Who knows? Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern und ich habe ja hier schon so ein bisschen was rausschnabuliert, dass ich den als rauchig empfunden habe, kann ich mich nicht daran erinnern. Fleischig, ja, leicht fleischig, leicht schmutzig, okay, bin ich dabei, rauchig eher nein. Ja, farblich kann man jetzt hier nicht so viel sagen, außer dass mein Glas noch recht dreckig ist. Zuckercouleur hinten angegeben, typisch bei dir, Joe, verstehe ich bis heute ja noch nicht, habe ich das häufiger schon gesagt, warum man bei einer Flora und Fauna Collection, aber auch bei der Distillers Edition noch Zuckerlikör, ja, irgendwann trinke ich den Zuckerlikör, wenn ich mich noch 100 Mal da verspreche, Zuckerlikör hinzugibt. Und nichtsdestotrotz, wenn man den aber mit anderen Abfüllungen der Flora und Fauna Collection vergleicht, beispielsweise mit dem Linkwood, dann fällt halt schon auf, dass die Farbe trotz Zuckercouleur deutlich dunkler ist. Und das liegt daran, dass der Ben Rinnes hier einer von drei Abfüllungen aus der Serie ist, neben dem Dalhuan und dem Blair Essel, die eine Sherry-Fassreifung erlebt haben. Ja, Ben Rinnes noch liegt am Berg Rinnes, weil Ben gälisch bedeutet Berg. Und 43
Volumenprozent gefärbt, hatte ich gerade schon gesagt. Die 43% sind typisch für die Flora und Fauna Collection. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr zu der Collection erfahren möchtet, blende ich euch hier oben einfach mal eines meiner ersten Videos zu einer Abfüllung der Flora und Fauna Collection ein. Da gehe ich dann nochmal vermehrt auf den Hintergrund der Serie ein. Ja, ansonsten, was gibt es noch? 15 Jahre, hatte ich gesagt. Preislich hat er, glaube ich, mal irgendwie vor ein paar Jahren noch so 70 Euro gekostet. Wenn man heute so ein bisschen bei dem Local Dealer, aber auch im Internet mal ein bisschen guckt, ist er so zwischen, ich glaube, 55 und 60 Euro zu schießen. Finde ich wiederum dann jetzt mittlerweile einen fairen Preis. 70 Euro für einen 15-jährigen Ben Rinnes ist eine Hausnummer. 55, 60 Euro ist okay, kann man mitleben. Ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Ding doch mal in der Verkostung an. Viel Spaß. Ja, der Ben Rinnes ist einer noch, muss ich euch noch sagen, einer der drei Whiskys, die im Rahmen der Flora und Fauna Collection neben dem Daljeon und dem Blair Essel, die hier eine Sherry-Fassreifung erlebt haben. Und daher ist die Farbe, auch wenn da jetzt Zuckercouleur drin ist, doch deutlich dunkler, als wenn man sich jetzt hier einen Linkwood aus der Serie beispielsweise daneben stellt. So, ich würde sagen, schauen wir doch mal, was das Ding hier in die Nase bringt. Also ich habe in der Nase sofort süße Aromen, fruchtige Aromen, leichte Aromen, sehr soft. Die 43% merke ich jetzt eigentlich gar nicht. Top eingebunden, das ist echt sehr schmeichelnd, das Aroma. Ich habe hier so überreife, süße Aprikose, Datteln, reife, rote Äpfel, ein bisschen Vanillepuder so oben drüber gestreut. Ich habe aber auch hier so einen holzigen Moment, schon doch eher altes Holz, aber nicht dieses alte gammelige Holz, sondern es geht so ein bisschen in Richtung Mahagoni-Holz, dunkles Holz, was mir sehr gut gefällt hier. Ich finde, nach hinten raus ist er schon so ein bisschen fleischig tatsächlich. Wenn man sich jetzt drauf konzentriert, dann merkt man das schon ein bisschen, dass er einen leichten fleischigen Moment hat, so marinierte Koteletts oder so, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Rauch ist für mich jetzt nicht präsent. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier so nach hinten raus, wenn man so ein bisschen hinter diese Frucht und Süße kommt, noch einen schönen Schokoladentouch, ein bisschen ja, trockener Kakao, könnte man sagen. Und so ein bisschen frische Aromen. So leichte Minze, aber wirklich so leichte Minzschokolade. Wobei der Schokoladenmoment überwiegt. Aber ich würde sagen, Slange. Wow. Auch am Gaumen super schmeicheln, super sanft, super soft. Ne? Also den kann man so richtig gut trinken. Auch hier am Anfang süß. Hier geht die Frucht aber für mich deutlich zurück und der Holzanteil, dieses dunkle Mahagoni-Holz, nimmt deutlich zu. Also so ein bisschen älteres Holz merkt man jetzt tatsächlich. Auch diese schmutzigen, fleischigen Aromen nehmen jetzt so, finde ich richtig geil. Also Fleisch, marinierte Nackenkoteletts, bisschen Leder. Hier kommt auch wieder so ein bisschen dunkles, trockenes Kakaopulver. Bei der Frucht bin ich jetzt, ja, die Aprikose ist noch leicht da, der Apfel ist raus. Also wir haben hier wirklich diese süßliche Frucht. Wir haben hier aber auch vermehrt jetzt diesen Sherry-Einfluss mit Rosinen, Datteln, leichte Gewürze. Wow, geil.
Also je mehr ich meinen Mund befeuchte, je mehr ich davon trinke, umso mehr kommt dieses Sherry-Aroma mit diesem leichten Leder, mit diesen leicht fleischigen, schmutzigen Aromen da rein. Das Holz geht zurück. Jetzt kommt wieder die reife, süße Frucht. Also richtig coole Abfüllung. Und definitiv mit einer meiner Favoriten der Serie. Also ich finde den richtig gut gelungen. Auch der Nachklang ist schön lang. Ja, so mittellang würde ich behaupten. Auch hier so ein bisschen so eine Art sirupartige Süße. Dattelsirup könnte ich mir gut vorstellen. Man hat hier eine leichte Eichenwürze. Auch hier wieder eher geprägt durch so ein altes Holz. Rosinen, ein bisschen angebranntes Karamell. Auch hier diese Fleischigkeit. Also ein super spannender Whisky. Heutzutage kriegt man den so zwischen 55 und 60 Euro, was ich einen guten Preis finde für die Abfüllung. Und den würde ich auch dazu zahlen. Also der hat meine klare Empfehlung. Wie gesagt, probiert ihn selber mal. Die Range der Tasting Notes ist echt vielfältig. Ich empfinde ihn nicht als wuchtig, ich empfinde ihn nicht als rauchig, ich empfinde ihn als fleischig, ja, aber gepaart mit Süße, Frucht und leicht floralen Noten. Also der macht Spaß, bietet eine Menge, beschäftigt den Gaumen, aber probiert ihn einfach mal selber. Und wenn ihr ihn schon probiert habt, freue ich mich auf eure Kommentare, wie ihr denn findet. Seid ihr eher Team fruchtig, floral, süß, fruchtig? Seid ihr eher Team fruchtig, floral, süß oder wuchtig, fleischig, rauchig? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Video, euer Tim.